herzlich willkommen bei Wetter Online. Der September macht weiterhin auf Juli. Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen sind weiterhin an der Tagesordnung. Zum Wochenende wird es im Nordwesten vorübergehend zwar mal etwas kühler, in der nächsten Woche erwartet uns allerdings schon der nächste Schwall heißer Mittelmeerluft. Am Donnerstag scheint nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder den ganzen Tag die Sonne. Dazu sind fast überall knapp 30 Grad drin. Von Karlsruhe bis nach Berlin und Brandenburg müssen wir bei bis zu 32 Grad sogar richtig schwitzen. Am Freitag wird es im Allgemeinen etwas wolkiger, es bleibt aber überall trocken. Von Köln bis Hamburg zeigt das Thermometer etwas kühlere 22 bis 26 Grad an. In der Südosthälfte bleibt es mit knapp 30 Grad hochsommerlich warm. Nach einem schwülwarmen Samstag mit einzelnen Gewittern wird es zum Sonntag in der Nordwesthälfte wieder etwas frischer. Zum Start in die neue Woche macht sich aber überall wieder warme bis heiße Luft breit. Der September-Sommer gibt sich also noch lange nicht geschlagen.